Ja, danke fürs Einschalten hier beim Snack Barton Vending Channel. Heute geht es ganz einfach darum, wir haben ja die Automaten und was für verschiedene Fördermöglichkeiten gibt es. Es gibt Spiralen, Spiralen mit unterschiedlichen Größen für das jeweilige Produkt. Da gehen wir noch drauf ein. Dann gibt es die Möglichkeit, wie man da unten schön sieht, Bänder. Na, da gibt es so ein Laufband, wo man programmieren kann. Gibt es auch verschiedene Steps. Einmal wie viele Artikel oder mit Endschalter oder mit Lichtschalter, Lichtschranke unten. Dann gibt es noch das Rotary-System. Davon werden wir in diesem Video mal eins einbauen. Und das auch über die Programmierung hier komplett einstellen und gucken, ob das dann auch am Ende funktioniert. Na, weil bei einem Standort haben wir so eine Nachfrage an Durstlöscher. Da passen halt in einer Spirale nur 4 Durstlöscher rein. Deswegen haben wir uns überlegt, komm, holen wir uns ein Rotary-System, dann bauen wir das ein. Das sind so 2 Nudeln, so Schnecken, das seht ihr dann, wenn ich das dann einbaue. Und werden das programmieren, damit wir dann 6 Stück reinkriegen. Dann müssen wir nicht mehr so oft auffüllen, sage ich schon mal. Dann wird es noch weiterhin darum gehen, wie pflegen wir in unsere Telemetrie Televent ein Produkt ein. Wie bestimmen wir den Preis, die Mehrwertsteuer, wie füge ich das der jeweiligen Spirale zu und programmiere sie. Genau, das Ganze nach dem Intro. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder, hier in Neckarburgen, kann ich es euch am schönsten zeigen mit dem Thema Spirale. Dafür drehe ich jetzt einfach mal die Kamera um. So, da kann ich es euch nämlich schön zeigen. Ich ziehe mal so eine Schublade raus. Und da sieht man ja hier schon mal, dass es verschiedene Spiralen gibt, ne? Von der Breite her. Da gibt es so eine Messlehre, da kann man die dranheben und kann man messen, wie breit zum Beispiel die Spiralen sind. Da sieht man da, für solche E-Zigaretten braucht man halt andere Spiralen, wie zum Beispiel hier. Für die Oreo oder für die Reese's. Aber macht euch darüber gar keine Gedanken oder nicht so viele Gedanken. Ich habe in unserem Discord-Channel, den werde ich hier unten auch verlinken, da sind schon über 1200 Mitglieder drin, da habe ich in einer Rubrik extra für euch schon mal alle Produkte nachgemessen und die Spirale erfasst, ob man eine Doppelspirale braucht, wie zum Beispiel hier bei den Durstlöschern. Und was für eine Breite an Spirale, die habe ich alle gemessen und dort komplett aufgeschrieben, damit ihr es bei eurer Konfiguration viel einfacher habt, weil solange ihr keinen Automaten habt, könnt ihr es ja nicht messen. Ja, deswegen habe ich das schon mal übernommen. Dann geht es natürlich weiter. Nehmen wir mal hier diese Schublade raus. So, voilà. Und diese absenkbare Schubladen, die sind ganz komisch, gewöhnungsbedürftig. Zack, nehmen wir das mal raus. Da sieht man hinten, wir haben 2 Spiralen. Einmal mit einer roten Kupplung, einmal mit einer schwarzen Kupplung. Hinten dran sind 2 Motoren verbaut. Die sind programmiert auf Synchronlaufen. Das heißt, einer dreht rechts rum, einer dreht links rum. Ja, das muss man extra programmieren. Und es müssen dieselben Spiralen sein, weil sonst kommen die ja unterschiedlich raus. Wenn das nicht programmiert ist, dreht eine Spirale gar nicht, die andere dreht und dann fliegt euch euer Produkt dauerhaft da raus und ihr verschenkt eure Produkte. So, einmal. Dann tun wir das mal hochfahren kurz. Achtung, die Beefies hängen jetzt leicht, weil normal geht es an. So. Und raus damit. Hier sieht man den Unterschied. Da haben wir zum Beispiel hinten dran nur, wo ist es, da ein Motor verbaut. Und wir haben hier andere Kupplungen, nämlich solche mit Zahnrädern, um die zu testen. Das heißt, wenn die hier, wenn der Motor angesteuert wird, der dreht, dann geht das wie ein Uhrwerk über den Zahnrad und der dreht automatisch in die andere Richtung. Das geht natürlich auch, dann spart man sich einen Motor und man spart sich die Programmierung. Der Nachteil daran ist, wenn ich das Produkt jetzt tauschen sollte und ich will hier 2 verschiedene Spiralen machen, dann muss ich mir einen Motor nachbestellen, den einbauen. Dann gibt es natürlich auch noch diese Dosenführungen. Die kann man einfach da reinstecken, kann ich euch kurz zeigen. Zack. Nehmen wir hier einfach mal das Produkt so leicht raus. Ich hoffe, es fliegt es nicht um die Ohren hier. Hoppala. So, machen wir mal einfach die Red Bull hier raus. Und dann muss man dann nur ganz leicht dagegen drücken. Da sieht man das. Dagegen drücken. Und schon kann man die hier rausnehmen. Wenn man zum Beispiel jetzt andere Produkte rein hat, wie Snickers, da braucht man die ja nicht. Ja, und reinstecken, genau dasselbe Spiel. Einmal durchführen bis ganz hinten, dann muss die Nase da rein. Oh, das ist schwer mit der Kamera in der Hand. Nase da rein. Dann hier unten einmal dagegen drücken und rein damit. Schon steht es wieder und die Produkte können schön präsentiert werden. Und die stehen dann alle gerade und nicht so schräg wie in einem Automaten, wo man denkt, hey, der hat ja gar keine Ahnung von dem, was er tut. Dann gibt es noch solche Auswurfhilfen, die werden hier auf der letzten Spirale verbaut.
Die sind aus Plastik, sind meistens dabei bei der Bestellung. Ne, wenn man das sagt, sind die auf jeden Fall dabei. Die kosten auch nichts extra. Die werden hier einfach drauf geklemmt und dann ist die Spirale hier einfach breiter, damit, wenn manche Produkte Probleme machen, das hatte ich jetzt bis jetzt noch gar nicht. Ich verwende die auch gar nicht, wenn ihr so guckt. Ja. Ne, verwende ich nicht, aber die kann man draufpacken und dann schieben die das Produkt noch weiter raus. Dann fliegt es auf jeden Fall runter, falls man wirklich mit einem Produkt immer wieder Probleme haben sollte. Man weiß ja nicht, was die Zeit bringt und was für Produkte wir irgendwann mal wieder wechseln und einbauen. Vielleicht werden wir die dann auch wieder brauchen. So, dann mal so viel zu den Spiralen. Ja, man sieht ja, man kann da viel falsch machen. Man kann sich aber auch viel helfen, wenn man das nötige, sag ich mal, Werkzeug hat oder die nötigen Spiralen hat für die Produkte, genauso wie diese Auswurfhelfer oder die Canholder oder wie die auch alle heißen, ne? Die Führungsschienen. Warte mal kurz, da fahren die LKWs vorbei. Viel befahrene Straße, das ist perfekt für einen Standort. So, jetzt geht's wieder. Alles klar. Deswegen, ne? Also, man sollte sich vorher schon die Gedanken machen, was will ich verkaufen, was für Produkte kommen rein von der Konfiguration her. Vielleicht mal im Discord gucken, was für Spiralen brauche ich oder man sollte selber nachmessen, wie dick die Produkte sind. Da geht es ja auch darum, nehme ich dann zum Beispiel Haribos mit 100 Gramm, nehme ich Haribos 75 Gramm oder 50 Gramm. Ich empfehle immer das zu nehmen, was es nicht so im Handel zu kaufen gibt, weil dann kann man auch den Preis bestimmen, weil keiner vergleichen kann, was sie sonst zum Beispiel Rewe, Kaufland oder sonst wo kosten. Und deswegen nehme ich meistens auch immer Produkte, die es nirgendwo anders da gibt, außer die typischen, die muss man drin haben, einfach so Snickers, Mars und so weiter, die müssen drin sein, die gibt es nur in der Größe. Aber sonst Haribo bevorzuge ich persönlich eher die 75 Gramm, weil die kann ich einfach so jemand vergleichen im Handel, weil da gibt es meistens die großen Packungen immer. So, dann gehen wir mal weiter zum nächsten Automaten. Da geht es einfach mal um die Förderbänder. Ich habe euch noch gar nicht von unseren Neuigkeiten berichtet. Wir haben ja jetzt, vielleicht wer uns in TikTok verfolgt, hat es ja mitbekommen, wir kriegen Standorte angeboten und suchen jetzt momentan auch Kooperationspartner, zum Beispiel im Heilbronner Raum, da haben wir Standorte, Offenau, Gundelsheim, Untereisesheim, in die Richtung, also Richtung Heilbronn, weil wir halt nicht versprechen können, dass wir die täglich befüllen können und deswegen suchen wir jetzt jemanden, der auch Automatenaufsteller ist, am besten jemand, der auch eine Snackbarton Edition schon hat, würde mich natürlich persönlich sehr freuen, den wir motiviert haben, ins Geschäft einzusteigen und dann werden wir den Automaten so folieren, so irgendwie Logo von demjenigen plus Logo von uns und dann so eine Fusion, dafür gehe ich dann überall hin, mache Videos, mache Werbung, ne, versuche mein Bestes, dass es auch erfolgsversprechend ist, das Ganze, der Automat. Dann, was gibt es noch Neues? Wir haben, gell, fahr doch los. Dann haben wir einen Termin gehabt in einem Kreiskrankenhaus, richtig genial, die wollen von uns Automate haben, da ist schon seit 3-4 Jahren jetzt keine Gastronomie. Jetzt wird die Gastronomie ab März eröffnet und wir sollen dann zusätzlich noch Kaffeemaschinen und zwei Snackautomaten aufstellen, damit, wenn die Gastronomie dann zu ist, dass es halt weitergeht, dass Produkte gekauft werden können, Tag und Nacht. Ihr kennt es vielleicht, ihr sitzt irgendwo im Zimmer, seid Patient oder Besucher, Wartezeiten und wollt unbedingt einen Snack oder was zu trinken und dann kommen wir ins Spiel. Also wir haben uns auch geeinigt, so wie es aussieht, bestellen wir jetzt auch direkt die nächsten Automaten. Das ging jetzt schneller, wie wir eigentlich wollten oder ja, wie wir es geplant haben. Aber so eine Chance darf man sich einfach nicht entgehen lassen. Deswegen werden wir auch dafür dann Automaten bestellen und zur Verfügung stellen. Ja, Strom wird wahrscheinlich übernommen sogar. Also besser kann man es wirklich nicht treffen. Und noch eine Neuigkeit, eine Info. Gerade in TikTok habe ich ein Video darüber wieder gemacht. Wir wurden von einem Merchandise-Unternehmen wurden wir angesprochen, dass wir doch Snackbarte zur Marke machen. Das heißt also, wie hier, sag, Pullis, T-Shirts, Leggings, Schlüsselanhänger, was weiß ich was alles. Ne? Und der würde das alles für uns übernehmen, der würde einen Online-Shop sogar für uns machen. Dafür geben wir ihm die Rechte von unserem Logo und Name und will das Ganze zu einer Marke machen. Wir werden, denke ich mal, da auch zusagen. Und wir machen ja sehr viel ja schon kostenlos, da helfen sehr vielen Leuten. Und ja, so könnte man zumindest mal, wenn wirklich ein Fan was bestellt, kriegen wir da einen prozentuellen Anteil. Die Firma werde ich noch bekannt geben oder werde sogar noch verlinken hier unten. Und so könnte man vielleicht auch mal ein bisschen Geld verdienen mit unseren Videos, sage ich. Ja, und da sind wir sehr euphorisch, optimistisch. Die ersten Pullis, die Samples hat er uns ja geschickt, die habe ich ja an beim Videodreh. Also wir sind top motiviert auf dieses Vorhaben und denken auch, dass wir da auch zustimmen werden im Ganzen.
Aber vorher natürlich, wenn wir sowieso die Automaten abfahren, werden wir natürlich im Lager hier unsere ganze Automaten vorbereiten. Da wir sowieso dort sind, dann füllen wir die auch gleich auf. Das Coole ist, wir haben hier unsere neue Lieferung bekommen an Takis. Jeweils 46 Stück in einer Packung. Und wir haben auch die neue Cola hier. Die ist genial, die läuft ohne Ende. Deswegen haben wir auch gleich so viel vorbestellt. Ich habe zuerst nur eine Palette bestellt, zum Probieren, wie es läuft. Die hat man in 3 Tagen komplett leer verkauft. Jetzt habe ich gleich Vorrat geschaffen. Es gibt da schon wirklich Fans davon, von dieser Cola. Kann ich auch jedem empfehlen. Ne? Das ist keine Werbung. Ich versuche immer zu erklären, was für Produkte am besten gehen. So, nebenbei. Und hier gebe ich natürlich auch gleich die neuen Produkte ein. Wir haben ein paar neue Produkte im Sortiment, so wie Mike und Ike zum Beispiel. Die will ich jetzt gleich alle eingeben und dann die Mehrwertsteuer und alles auch hinterlegen in unserem Programm, dass wenn wir nachher am Automaten stehen, nur noch die Spirale programmieren müssen, wenn ich weiß, wo ich es reinpacke. Alles klar, dann geht's los. Ja, für die Automate, um die zu befüllen, habe ich mir so verschiedene Körbe besorgt in verschiedenen Farben, weil dann weiß ich auch, welcher Standort welcher ist. Da haben wir graue, blaue, orange jetzt mal für den Kiosk, das ist ein extra breitere, weil da geht ein bisschen mehr rein. Damit wir die Automaten auch unterscheiden können. Und das empfehle ich jedem. Natürlich kann man dann Kühlboxen nehmen oder man kann solche Boxen nehmen. Da kann man mal beim Bäcker zum Beispiel fragen, der verkauft hier welche. Oder beim Türke nebenan im Laden, der hat auch ganz viele davon. Und da kann man sich solche besorgen. Dann macht man sich die Arbeit natürlich um einiges einfacher. So, die tue ich immer auf dem Boden verteilen schön. Und dann mache ich einen Automaten nach dem anderen. Das habe ich euch ja gezeigt mit unserer Telemetrie, wie man da die Produkte sieht, die man mitnehmen muss. Dann legen wir einfach mal los jetzt. Um das Ganze jetzt einzupflegen, wir haben ein Produkt. Achtung, ich zeige es euch ganz kurz. Upp, sieht man mich? Oh, da sind noch die Pfandmarken, alles klar. Hier, wir haben jetzt zum Beispiel Fanta Berry, ganz neu, haben wir aber noch nicht hinterlegt. Um das zu machen, ich stelle es mal kurz weg. Das zu machen, nehmen wir unser Handy zur Hand. Ich zeige es euch so, vielleicht funktioniert das so, wie ich es will. Jawohl, hier sehen wir die Maschinen. Gehen oben auf die 3 Punkte in unserer Telemetrie, auf Verwaltung und dann haben wir hier schon unten Thema Produkte. Da gehen wir drauf, zack, jemand ist im Laden. Unser Internet ist nicht das Beste hier, deswegen dauert es manchmal ein bisschen, aber ich zeige es euch live, wie das funktioniert. So, hier haben wir einmal alle Produkte, die bei uns im System drin sind. 18 Seiten haben wir, 10 Produkte, sind 180 verschiedene Produkte. Wir gehen hier ganz einfach auf neues Produkt. Dann geben wir ein Fanta, wo ist es schwer so einzugeben, Fanta Berry, so, und dann den Verkaufspreis, den wir haben wollen. Wir müssen den bei 3 Euro ansetzen, Punkt, und nicht Komma, ganz wichtig, ne, bei Kommastellen einen Punkt reinmachen, müssen wir bei 3 Euro ansetzen, weil im Einkauf sind die schon sehr teuer, plus der Pfand ist in dem Preis schon mit drin, die Mehrwertsteuer müssen wir abführen und so weiter und so fort. Der Steuersatz, der ist bei 19%, der bleibt so. Theoretisch kann man hier den Kaufpreis noch mit eingeben, damit er den Gewinn ausrechnet. Produktlagerposition, Altersverifikation, kurze Haltbarkeit, Kapazität. Also da kann man jede Menge an Infos mit reinschreiben. Aber ich mache das jetzt ganz einfach, habe nur das reingetan und gehe ganz unten auf Sichern. Jetzt weiß ich nicht, ob ich gedrückt oder bin daneben gekommen. Hier Sichern. Ah, es gibt schon ein Produkt mit dem Namen. Haben wir geschafft. Okay, gut, dass alles weiß ist. Ganz kurz. So, drin ist er. Wir gehen jetzt auf unsere Maschine dann, wo wir es dann eintragen wollen. Und dann geht es gleich weiter, wenn wir bei uns im Laden sind, wo ich das dann reinmache. Und dann zeige ich mich mal wieder. Habt ihr gesehen, so schnell hat man ein Produkt schon drin. Am Anfang natürlich ein Riesenaufwand, bis man mal alle Produkte drin hat mit Mehrwertsteuer, Verkaufspreis und so weiter und so fort. Wenn man es aber mal drin hat, dann kann man theoretisch von einem Automaten sogar die Produktliste speichern und auf den neuen Automaten übertragen, also einfügen. Und schon sind die Produkte alle mit der jeweiligen Spalte, wenn der Automat gleich ist wie der andere, schon hinterlegt. Wir haben es ja ganz einfach, es kommen immer wieder neue Produkte dazu, da muss ich immer wieder nur 1 oder 2 eingeben. Falls ihr euch fragt, wie viel Mehrwertsteuer muss ich verlangen pro Produkt, guckt doch da, wo ihr gekauft habt. Da steht auf der Rechnung natürlich auch 7% oder 19%. Die könnt ihr dann übernehmen, weil da hat die Arbeit schon einer vor euch gemacht. Da müsst ihr es nicht noch einmal machen. Alles klar, dann gehen wir mal in den Laden. Dann zeige ich euch mal unsere Förderbänder anstelle von den Spiralen, wo wir haben bei Durstlöscher, und pflegen das Produkt der jeweiligen Spalte auch gleich mit ein. Ja, am Laden angekommen, schauen wir uns natürlich erst an, wie es hier aussieht auf dem Boden, ob wir was aufräumen müssen. Ich bin positiv überrascht, wie sauber das geblieben ist. Das finde ich sehr toll. Vielen Dank nochmal an alle, die hier einkaufen und wirklich ihren Müll in den Mülleimer werfen
und nicht einfach auf dem Boden. Wie ihr seht, hier unser Logo ist weg. Das war der Stadt zu groß und ein Dorn im Auge. Deswegen haben wir es jetzt einfach mal abgekratzt nach der zweiten Erinnerung und die letztmalige Aufforderung, das zu entfernen, haben wir das auch gemacht. Aber ist ja nicht schlimm, wir haben einen schönen Laden, da kann man reingucken. Ist sogar besser wie mit dem Logo. Aber laufen wir mal rein. So, hier könnt ihr schön sehen, ein bisschen Fitzelchen ist auf dem Boden, okay. Aber sonst einwandfrei, Leute. Vielen Dank. Was ich euch nicht gezeigt habe, hier, wir haben ein neues Gerät. Richtig geil, so ein Lutscherautomat. 1 Euro kostet es und man hat die Möglichkeit, 1 bis 10 Lollis oder Dopsbälle, kann ich mal reinzeigen, zu gewinnen. Wir lassen es gleich mal laufen. Dafür braucht man natürlich 1 Euro. Den werfen wir da mal zusammen rein jetzt. Ein Credit, einmal drücken, jawohl, auf geht's, nochmal drücken, ah, okay, also am häufigsten wird wahrscheinlich 1 erscheinen, denke ich mal, oh, das hat gedreht, ah, Dopsball, komm zurück, wo bist du, da ist er. Ja, ich denke mal, dass von der Berechnung her aufgeht, wird meistens 1 erscheinen. Aber man hat natürlich die Möglichkeit, immer wieder auch 10, 2 oder sogar Bonusrunde. Ich denke, da kriegt man einfach aus jedem 1. Also sammelt die in diese Löcher auf und die fallen dann da rein und da unten raus. Und als Belohnung, wer heute spielt, der hat noch eins zusätzlich von mir. Den lassen wir gerade drin liegen. So, na dann, wir haben mal genug Material dabei. Es geht ans Auffüllen. Los geht's. Ja, das hier sind noch die alten Modelle. Die haben wir ganz am Anfang gehabt. Das sind die mit gewölbter Scheibe. Und die waren nicht so einbruchsicher. Deswegen zeige ich es euch mal kurz. Da unten, seht ihr das? Haben wir ein zusätzliches Schloss verbaut. Für jeden Automaten habe ich dann ein Schloss mit einem extra Schlüssel. Machen wir mal kurz auf das Schloss. Ganz kurz. Bin gleich so weit. So, und dann hinten dran, versteckelt, haben wir unser Rielder Schloss, was programmiert ist auf alle Automaten. Ja, da ist so eine Klappe, nehme ich euch mal mit, da ist so eine Klappe mit dem Schloss dran, seht ihr das? Eine doppelte Verriegelung, dass man dann erst an den Hauptzylinder kommt. Bei den neuen Modellen ist es halt nicht mehr nötig. Die haben zum Beispiel da eine flache Scheibe. Da habe ich gestern erst ein Video gesehen, wie einer mit dem Hammer draufgehauen hat, wie ein Verrückter, hat gar nichts hingekriegt, bis auf ein paar Spuren. Und da braucht man das zusätzliche Überhängeschloss, sage ich, nicht mehr, weil da kommt man hier nicht mehr rein seitlich mit dem Brecheisen, um den aufzureißen. Ne? Oder um einiges schwieriger, sagen wir so, weil unmöglich ist halt gar nichts. Ne? Wenn es einer will, schafft es irgendwie, was natürlich nicht wünschenswert wäre. Und dank an allen, dass wir so wenig Vandalismus haben, bitte behalte das bei, sage ich immer wieder, weil dann muss auch die Versicherung nicht dafür haften und keine Polizei ausrücken. Das Tolle an der Telemetrie ist natürlich auch, dass er die Produkte von unten nach oben uns anzeigt. Das heißt, wir fangen mit der Ebene 6 an, die kommen dann in den Korb, dann Ebene 5, Ebene 4, Ebene 3. Das heißt also, die leichten Produkte, die von ganz oben runterfallen, die sind dann immer ganz oben im Korb. Wir machen die erste Schublade auf und können dann direkt die Produkte von ganz oben da reinfüllen, zumachen, es kommen die nächsten und die schwersten, das sind immer die Getränke, Dosen etc. ganz unten. Die liegen dann ganz unten im Korb, die können erstens nichts zerdrücken und zweitens ist es richtig durchdacht, dass es so rum aufgebaut wird, damit wir von oben nach unten alles auffüllen. Von der Technik her könnt ihr ja gleich sehen, alle unsere Automaten sind mit denselben Komponenten verbaut, also das heißt Scheinleser, EC-Kartenleser, Münzwechsler natürlich, Altersverifikation, auch wenn wir hier zum Beispiel gar keine brauchen in dem Automat Altersverifikation, haben wir den trotzdem verbaut, weil man weiß ja nie, was die Zukunft bringt. Deswegen haben wir schon standardmäßig mit drin. Wir haben den Premium Münzwechsler, wir haben Premium Scheinleser, ne, und immer die Telemetrie Televent, sieht man da schön. Ja, das Einzige ist noch, der neue Automat, also die mit der flachen Scheibe, die verbrauchen um einiges weniger Strom, weil die weniger Watt haben von Kühlleistung. Die haben neue Kühlmittel drin, gesetzlich hat sich da was geändert und dadurch hat man auch noch weniger Stromverbrauch. Das ist natürlich auch genial. Aber jetzt mache ich mal weiter, sonst werden wir gar nicht fertig. Das Auffüllen an sich ist ja eine einfache Sache. Ne? Man nimmt die Dosen, sage ich mal, raus, die kommen da ganz normal rein. Zack, gucke, ist noch was, okay, Mezzo. Kommt einfach da rein, nach der Reihe nach. Schublade, oh, da hängt irgendwas. Da muss einmal drehen, zack, so. Schublade zu, nächste Schublade auf.
und dann geht es ja gerade weiter. Ne? Und da ist das neue Produkt, was ich reinmachen will. Achtung, ich nehme euch mit dazu. Hier ist das Produkt, was ich ändern will. Wir haben ja hier diese Warheads, hat sich gedreht, diese verschiedenen Warheads. Jetzt werde ich eins machen, ich werde einfach drei verschiedene Warheads hintereinander immer im Wechsel platzieren. Und die eine Spirale, da werden wir jetzt unsere neue Fanta Berry reinmachen. Ne? Leider ist das Produkt so teuer, 3 Euro ist, wird trotzdem gekauft. 3 Euro ist viel, aber für Army-Produkte muss man sich dran gewöhnen, zahlt man so viel. Auch die Takis zum Beispiel. Ich kenne da Kollegen, die verkaufen die für 4, 5, 6 Euro, die Tüte. Und wir haben sie ja bei 3,50 Euro. Fand ich auch schon sehr viel. Aber die Nachfrage, die ist so hoch, immens hoch, dass man theoretisch auch 6 Euro verlangen kann. Es kauft trotzdem jemand. Ne? Aber wir wollen irgendwo auf dem Boden bleiben. Es muss sich aber trotzdem für uns lohnen, für jeden Automatenaufsteller. Und so kamen wir auf den Preis, zum Beispiel hier 3 Euro. Wir machen Einkauf mal 2 plus die Mehrwertsteuer und dann natürlich noch den Pfand oben drauf, die 25 Cent. Ne? Bei der Tankstelle, wenn man hingeht, kostet das vielleicht 2,70 Euro so ein Getränk. Wenn man da den Pfand oben drauf rechnet, die 25 Cent, ist man auch wieder bei 3 Euro. Ne? Also es ist nicht teurer nur auf den ersten Blick, aber man darf nicht vergessen, der Pfand ist immer mit drin. Und wir müssen auch noch die Umsatzsteuer abführen. Ganz wichtig bei dem Geschäft ist natürlich auch zu wissen, die Produkte gibt es auch günstig, zum Beispiel in Holland zu kaufen. Ihr müsst dann nur aufpassen. Ihr müsst euch dann solche Beschriftungen wie hier, deutsche Übersetzungen müsst ihr draufkleben oder vielleicht vom Großhändler schon draufgeklebt kaufen. Und das Wichtigste ist hier Pfand natürlich. Wenn man da keinen Pfandkleber drauf hat, egal wie günstig das Angebot ist, ist die Strafe 100.000 mal so hoch. Ich glaube bis zu 25.000 oder 50.000 könnte die Strafe ausfallen, wenn man keinen Pfand auf den Dosen, also wenn man ein Verkehrbringer ist ohne Pfandmaterial. Ne, also ganz wichtig, wenn ihr kauft, fragt immer nach, deutsche Übersetzung, ja, nein, klebe ich es, klebst du es und natürlich hier das Thema Pfand. Alles klar, dann programmieren wir das mal ein. Da sieht man es schön, ich habe ja vorhin aufgefüllt, 100%, da wurde schon eingekauft, 99,218 übrig. Warnung natürlich deswegen, weil die Tür auf ist, da kriege ich sofort eine E-Mail, eine Benachrichtigung, Warnung oder Alarm, Tür ist offen. So, um das Produkt jetzt hier einzupflegen, gehen wir hier ganz einfach auf unser Menü von dem Kiosk 1, so heißt uns Automat hier, und gehen da auf Produkte. Ich hoffe, dass hier ein bisschen schneller ist, das Internet. Ah, ich muss runter scrollen, genau. Da sehen wir hier die ganze Auflistung von unseren ganzen Produkten. Das hier ist die Spirale 61, also müssen wir runter scrollen bis zu, da ist es, bis zu 61. Da ist ja Warheads Apple jetzt zum Beispiel drin. Ich hoffe, man sieht es gut. Da haben wir hier ganz drüben die zwei Pfeile, da müssen wir dann drauf drücken. So, da sieht man 3 Euro ist eingestellt vom Vorgängerprodukt, 5 Stück maximal rein, jetzt habe ich leider nur 4 mitgenommen, okay, ich habe gedacht, wir haben eine kleinere Spirale drin, aber okay, 5 Stück gehen maximal rein, 5 Kapazität und geben hier dann zum Beispiel ein, Achtung, Fanta, na komm schon. Fanta. Und dann kommen die ganzen Fantas, die wir haben. Wir müssen uns nur noch aussuchen. Fanta Berry steht drin. Gehen wieder rüber und drücken dann auf das grüne Häkchen. Dauert ein bisschen bis zack in Wartestellung. Gehen ganz runter und drücken hier auf Produktliste übernehmen. Bist du sicher? An die Televent pushen. Okay. Dann dauert es einen kleinen Moment und dann wird es gerade hier an die Telemetrie gepusht. So, da seht ihr sofort. Nur noch 97% drin, weil wenn wir ganz runter gehen, haben wir hier bei der 61 nämlich kein Produkt mehr drin, also 0 Inventar. Dafür müssen wir hochgehen, unser Inventar anpassen. So, seht ihr, da kriege ich sofort die Benachrichtigung, Produktliste wurde angepasst. Inventar, da kann ich selber hier meine Inventur machen und sagen, hier wie viele Produkte habe ich von jedem drin. Gehe dann wieder ganz runter. Ich gehe den umständlichen Weg, ich wollte es euch nur zeigen und gehe hier auf Fanta Berry und gebe da die 4 Stück ein, die wir haben. Ich gehe näher dran, dass man es sieht. 4 Stück und tue das Ganze abspeichern, sichern. So, schon ist das ganze Thema erledigt. Fanta ist hinterlegt. 3 Euro, wenn ich jetzt Altersverifikation bräuchte, weil ich jetzt hier Alkohol reingemacht hätte, hätte ich das hier am Gerät direkt eingestellt über die Tasten. Und jetzt holen wir auch mal unser Geld raus. Gleichzeitig filmen mit einer Hand und mit der anderen arbeiten, das ist ziemlich kompliziert. Mein Schatz ist nachher auch dabei, dann kann sie die Kamera ab und zu auch halten, auch ein bisschen selber erzählen von unseren Erfahrungen. Aber ja, jetzt tun wir erstmal die Schublade wieder rein. Drücken hier auf unseren Cashflow-Bericht, auf unseren Knopf bei der Telemetrie.
Das ist einfach nur ein ISO Infoknopf, drückt man einmal drauf oder der Angestellte und schon erstellt der Automat einen Cashflow-Bericht. Wie viele Geldscheine hat er zum Beispiel mitgenommen, so wie hier zum Beispiel, wie viel hat er mitgenommen, wie viele Münzen sind dabei und da kann er mich ja natürlich auch nicht beklauen. Am Ende vom Abend, wenn er mir das Geld bringt, dann sehe ich ganz genau, wie viele Scheine muss er mir bringen, wie viel Kleingeld muss er mir bringen und dann funktioniert dieses Geschäft auch wirklich langfristig. Dasselbe machen wir natürlich auch an dem Automaten. Euch interessiert ja nicht, wie ich die Automaten befülle, sondern ihr wollt sehen, Kohle, Kohle, Kohle. Dafür drücken wir wieder auf unseren Cashflow-Bericht, holen hier unseren Scheinleser raus. Ich hoffe, da ist mehr, weil das ist der unsichtliche Automat. Oh, das kommt gar nicht raus. Und zack, da sieht man, okay, ein paar Scheine sind da, hat sich wieder gelohnt. Reinhängen, runterziehen, Kleingeld nehme ich auch mit. Das habe ich hier unten drin, zeige ich auch kurz, weil viele Kinder zahlen natürlich mit Kleingeld, die kriegen von den Eltern hier 2, 3 Euro, gehe einkaufen. Die haben einfach Spaß dran, da die Knöpfe zu drücken. Dafür holen wir hier unten Stück raus und dann funktioniert das auch. Okay, ich muss kurz stoppen, da will jemand rein. Ja, und da sind wir auch schon direkt am Thema. Hier seht ihr, wir haben hier Förderbänder drin für Pringles und Durstlöscher. Einfach aus dem Grund, weil so geht ein Pringles mehr rein und Durstlöscher gehen sogar 2 rein. Wir haben 4 verschiedene Durstlöscher. Da seht ihr, pro Automat haben wir immer 3 Bänder. Ne, bei den ersten Automaten, bei den nächsten haben wir das mit Spiralen probiert. Jetzt habe ich mir das Rotary-System geholt. Das bauen wir nachher zusammen ein. Aber hier ist der Vorteil, dass das nach vorne kommt. Programmieren, jawohl, programmieren könnten wir das Ganze, dass man sagt, ey, wir haben hier 6 Produkte, dann weiß er genau, wie viele Sekunden er fahren muss, bis das Produkt runterfliegt. Wir können aber auch programmieren, hier Endschalter. Nein, uppala, nein, Pringles, sorry. Und wieder hoch damit. Das ist auch der Nachteil, ne? Wenn jemand rüttelt, fliegt es vielleicht raus. So, dann Endschalter, wenn das hier fährt, geht der Schalter runter, fliegt runter, pack, hört auf zu drehen. Ja? Und es gibt die Möglichkeit zu sagen, pass mal auf, er dreht so lange, bis hier das Produkt da unten reinfällt und durch die Lichtschranke. So, dann füllen wir mal die Durstlöscher hier auf. Dann seht ihr auch, was ich meine. Das Ganze geht dann bis ganz hinten rein. Ich drücke noch einmal dagegen, damit sie ganz hinten sind. Und hier ist auch ein ganz normaler Motor verbaut, wie bei den Spiralen. Und gerade ein Schraubendreher wird benötigt, um hier die Kupplung rauszuziehen von der Spirale und die Halterung fürs Laufband mit einem kleineren Motor. Da sieht man das. Der hat einen kleinen Motor da hinten. Und dann ist das Ding schon eingebaut. Muss nur noch programmiert werden. Wie das geht, zeige ich euch beim Rotary-System. Aber wenn wir schon gleich da sind, dann füllen wir natürlich auch die Plüschtiere auf. Die habe ich hier mitgenommen. Richtig cooles Zeug. Schaut mal her, Kissen fürs Auto, immer genial. Oder kleine Geschenke. Die Kinder freuen sich natürlich. Man gewinnt ja bei jedem Einwurf hier. Ne? Dafür habe ich sicherheitshalber 2 Schlüssel. Einen unten, einen oben. Nimm dann einfach die Wanne und leer sie da rein. Oder tu es halt von Hand im Endeffekt rein. Und tu es dann schön verteilen, damit halt ein schönes Durcheinander da ist. Mit Kissen, mit Bärchen und so weiter und so fort. Also Greifarmautomaten, die lohnen sich richtig und es ist berechenbar. Ne? So ein Plüschtier natürlich hat man im Einkauf, da muss man aufpassen, muss CE zertifiziert sein, nicht irgendwas aus China, irgendwelche Billigware, ne? Und kann genau rechnen, bei jedem 2 Euro, wo einer reinschmeißt, gewinnt er auf jeden Fall. Da weiß ich genau, wie viel ich eingekauft habe und wie viel ich am Ende haben muss. Und die Leute, die freuen sich da jedes Mal. Drüben haben wir eins mit Spielsachen, hier haben wir eins mit Plüschtieren, die laufen einfach ohne Ende. Dann mache ich jetzt noch die Kaffeemaschine, aber dann gibt es ein separates Video dazu, wie man die reinigt, wie sie drin aussieht, mit dem Geld und alles mögliche, was dazugehört bei der Kaffeemaschine. Da machen wir extra nochmal was. Gut, dann gehen wir mal weiter. Im Laden sind wir fertig, Geld abgeholt, das Wichtigste. Immer auf dem Weg zum nächsten Automaten haben wir ja Zeit, dass wir ein bisschen quatschen können. Wenn ihr wollt, also ihr könnt uns auch in den Kommentaren, ihr könnt uns zubombardieren mit Fragen, was wir behandeln sollen in den Videos, Problemlösungen oder Probleme, die ihr habt, was natürlich Automaten betrifft, Standortsuche oder Produkte, die wir vielleicht testen sollten, wie die anlaufen, ob sie funktionieren, bevor du dir Geld investierst und ich weiß, ob sie gehen, übernehme ich gerne. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Produkten oder wir besser gesagt und testen das natürlich auch für euch. Falls ihr irgendein spezifisches Problem habt mit Automaten, wir kriegen ja guten Beistand auch von unseren Automatenbauern.
mache ich jetzt keine Werbung dafür, sonst kriege ich noch Ärger hier von YouTube. Aber kann ich euch auch unten verlinken. Wahrscheinlich blende ich dann auch oben ein, einfach hier Werbung, Werbesendung oder sowas, weil ich auch über die Pullis und T-Shirts schon geredet habe. Ja, auf jeden Fall. So, wir gehen zum nächsten Automaten. Der ist der in Ahlfeld. Der bestlaufendste Automat momentan. Also ihr habt ja gerade eben gesehen bei Kiosk 2, was ich rausgeholt habe. Und der in Ahlfeld, der macht um einiges mehr. Da bin ich jetzt mal gespannt, wenn wir da ankommen. Auf der Telemetrie sah es natürlich vielversprechend aus. Aber da zeigt er mir natürlich auch immer an, also die Gesamtsumme. Auch EC-Karte, Bezahlung und auch mit Cash bezahlt. Aber wenn man dann das Geld wirklich spürt und in der Hand hat, dann ist es einfach ein anderes Gefühl. Alles klar, also Kommentare voll bombardieren, schreibt mir, was du wissen willst, wobei wir euch helfen können natürlich. Steuern dürfen wir nicht beraten, falls ihr da Fragen habt, am besten zum Steuerberater gehen. Angekommen in Ahlfeld an unserem Automaten, siehe da, letztens haben wir noch die Leute gelobt und schon liegen da Fitzelchen auf dem Boden, Sachen auf dem Boden. Fasching ist rum, Leute, bitte behaltet es bei, dass es so sauber ist, dass wir den Automaten auch hier behalten dürfen. Ja? Also dem Automaten, da habe ich einiges zu erzählen. Ich fülle den jetzt nur schnell auf, dann fahren wir schon direkt weiter, weil ich will ja unbedingt das Rotary-System noch einbauen. Das war so ein Risikogeschäft für uns. Ne? Natürlich kannst du das nicht bei deinem ersten Geschäft machen, das in so einem kleinen Dorf aufzubauen. So, sorry, ich musste kurz meinen Akku tauschen, der ist leer gegangen. Wir wollten einfach sehen, ob es sich lohnt, auch in so einem kleinen Dorf. Wir wurden dafür belohnt natürlich, für unser Risikovorhaben, was wir hier angestellt haben. Aber dennoch sage ich jedem, nicht beim ersten Automaten, das kannst du machen, bei deinem fünften, sechsten, siebten Automaten mal auf Risiko zu gehen und gucken, ob es funktioniert. Und wenn nicht, hätten wir ihn 2-3 Monate stehen lassen und dann wären wir zum nächsten Standort mit dem Automaten, hätten den gerade mitgenommen. Aber jetzt füllen wir mal auf. Vom letzten Video wisst ihr ja noch, dass wir Probleme mit dem Beefy hatten, wo hängen geblieben ist. Und dafür zum Beispiel benutzt man genau diese Ausgabehelfer. Ich denke mal, die kommen so rum rein. Da brauche ich aber zwei Hände, muss gleich ausmachen und dann mache ich wieder an. Also das bauen wir jetzt ein und lass mal Test laufen. Ja, so sieht nun das fertige Produkt aus. Wir hauen kurz die Beefy wieder da rein. Bin mal gespannt, ob das Ganze hier helfen soll. So, machen wir mal einen Testlauf. Dafür drücken wir hier auf unserer Platine, also zur Schublade rein natürlich. Oh, da brauche ich jetzt zwei Hände, aber egal, Schublade rein. Zack, 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 weil sonst hängen die Beefies da nämlich. So, okay. Dann drücken wir hier auf unseren roten Knopf auf der Platine und es erscheint schon hier unser Einstellungsmenü. Mit der 4 bestätigt man, mit der 1 geht man zurück, mit der 2 vor, mit der 3, also zurück vom Menü, 2 vor, 3 zurück, 4 bestätigen. So, also dann gehen wir hier, ich mache von weiter weg. Gehen wir runter, nicht auf allgemeine Einstellungen, sondern gehen wieder 2 runter auf unser Mastergerät, drücken die 4 zum Bestätigen, dann wieder mit der 2 immer wieder runter, bis wir hier auf Test sind, 4 bestätigen, Spirale 4, Licht geht an, funktioniert, dann gehen wir runter auf unsere Spirale, drücken auf die 2, bis wir auf der Spirale 23 sind und mit der 4 legt er los. Jetzt gucken wir es uns mal an. Habt ihr gesehen? Nochmal. Nochmal. Ja, perfekt. Das ist perfekt. Ja, und genau so kannst du jede einzelne Spirale testen, ob das Produkt und die Spirale dazu passt. Na, nachdem du irgendwas am Automaten gewechselt hast, bevor der Kunde dasteht, was kauft, dann kriegt er sein Produkt nicht, dann ärgert er sich total. Ne? Um aus dem Menü rauszugehen, drücke ich einfach ganz oft die 1, zack, 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 zack. Dann sind wir wieder komplett draußen. Okay, dann füllen wir die Beefies jetzt wieder rein. Es funktioniert und dann können wir direkt weitergehen. Dieser Automat hier in Ahlfeld, der beweist auch gleichzeitig, dass dieses System mit Snackautomaten auch ohne die Vapes funktioniert. Weil viele sagen ja immer wieder, ja, nur weil die Vapes so gut gehen, deswegen Umsatz, da lohnt sich das. Nein, hier zum Beispiel habt ihr gesehen, haben wir kein einziges Vape dabei gehabt. Leider, weil sonst wäre der Umsatz noch schöner, weil die machen ja dann gleich 8, 9 oder 10 Euro einen großen Umsatzsprung. Aber hier werden wirklich so gut wie keine Vapes verkauft, genauso wie in Auerbach. Und die machen super Umsatz trotzdem. Also liegt es nicht daran. Aber gleichzeitig kann ich es euch auch zeigen, hier mit dem Schloss, seht ihr hier, haben wir kein zusätzliches Schloss, da ist direkt unser Rielder Schloss verbaut.
weil es ist einmal die gerade Scheibe, sieht man hier schön, Achtung, so. Ne, gerade Scheibe ist noch stabiler wie vorher, die gewölbte Scheibe. Und man kann hier nicht mit dem Brecheisen so reingehen und die Schublade aushebeln. Ne? Deswegen, der neue ist natürlich um einiges besser, ist durchdachter, ist reifer. Ne? Da geht es einfach darum, weniger Strom zu bezahlen, gerade bei den Preisen heute. Dann das Thema Vandalismus, ein ganz großes Thema, haben sie auch dran gearbeitet. Und genauso wird die Zukunft sein, die werden immer wieder weiter dran arbeiten, um das alles zu verfeinern. Ja, meine Hilfe ist eingetroffen, da ist meine Snackpatin, meine Snackkönigin. Ich überlasse ihr die Arbeit hier mit dem Auffüllen, weil das kann sie viel besser wie ich, habt ihr vielleicht schon gemerkt. Das Wetter spielt nicht so ganz mit, ich will jetzt das Rotary-System einbauen. Ich muss dafür diese Schublade komplett rausnehmen, habe aber mega Angst, dass es gleich anfängt zu regnen. Dann habe ich hier ein Problem, weil dann kriege ich die Produkte, kann ich nicht trocken halten und dann fehlt mir auf einmal eine ganze Spirale. Wenn ich anfange, bin ich mal gespannt. Also wir testen das und im schlimmsten Fall werde ich wahrscheinlich hier, zack, einfach unterm Kofferraum, im Kofferraum arbeiten. Also wundert euch nicht, wenn wir irgendwann unterm Kofferraumdeckel stehen, dann liegt es am Regen. So, und gleichzeitig müssen wir gucken. Müssen wir auch ein TikTok-Video drehen, wie das funktioniert, weil TikTok haben wir immer nur 3 Minuten Zeit, da muss man das irgendwie zusammenfassen alles. Deshalb haben wir auch mit YouTube angefangen, da kann man ausführlich darüber reden und beschreiben, was man so und macht. Langsam, ausführlich. Und langsam, vielleicht merkt ihr, ich bin schnell im Reden, weil ich das die Gewohnheit habe von TikTok, dass ich so schnell reden muss, weil ich sonst nicht alles in ein Video reingepackt kriege. Aber hier in YouTube, das finde ich genial, da habe ich einfach mega Zeit und da könnte ich auch langsamer reden. Aber ja. Auf jeden Fall füllt sie jetzt fertig auf und dann geht es schon los, weil wir müssen da erstmal Motoren abklemmen, wir müssen das Ding einbauen, Motoren anklemmen, dann müssen wir hier in der Steuerung auch noch einstellen, dass wir jetzt ein Rotary-System haben und nicht mehr Spiralen und mit dem Endschalter verknüpfen und so weiter und so fort. Aber das zeige ich euch gleich. Heute soll es um eins gehen. So, jetzt sehe ich die Kamera, jetzt seht ihr, in unsere Maschine wie der Arnold ein TikTok macht. Ich nehme euch da mit. Werden wir hoffentlich Platz haben für 6 Stück. Mal gucken, ob wir das zusammen hinkriegen. Wir machen es das erste Mal. Seid auch mit uns gnädig. So, jetzt. Jawohl. Ja, wir sind gleichzeitig am TikTok-Dreh dabei und YouTube und alles drum und dran. TikTok muss alles immer schnell gehen. In YouTube, wie ich gesagt habe, haben wir genug Zeit. Servus. Haben wir genug Zeit, jetzt wollen wir das. So sieht ein Rotary-System aus. Das Coole ist, hier laufen die Artikel drüber. Da vorne ist so ein Schalter, ein Endschalter, wie ich gesagt habe. Ja, und dann läuft es nach vorne und wenn das durch ist, zum Beispiel hier und kommt zum Nachfüllen, muss man das anheben. Passt auf, da hinten ist so ein Stift, nicht an dem ziehen, sondern wirklich hier dran ziehen, weil sonst kann da was kaputt gehen. Hochziehen und dann zurückschieben. Zack, und schon in die Spirale rein natürlich, in die 2 Schneckennudeln oder wie das heißt. Und dann kann das System wieder funktionieren. Da müssen wir gucken, wir müssen einen Motor verbauen. Wir wissen selber noch nicht, zum Beispiel hier die Klammern. Wir haben da 2 Klammern, gucken, ob wir die überhaupt brauchen und was das ist. Ob es auch ohne funktioniert, falls wir nicht wissen, wo die reingehören. Also wir machen das wirklich das erste Mal und kein Plan von irgendwas. Und danach programmieren wir das Ganze auch noch. Na gut, dann gucken wir mal. Alles klar. So, dann fangen wir an. So, bin ich dabei? Bin ich online? Du bist online, du bist richtig dabei, du. Jawohl. In welche, zack. Spirale? Das Wichtige ist hier am Anfang, wie halte ich die Schublade, dass wir da die Sicherheitsschrauben, seht ihr, die 2 kleinen, dass wir die da rausmachen, damit wir die Schublade auch aushängen können. So, also jetzt machen wir erstmal die Schrauben weg, wie ich gerade erwähnt habe. Doppelt hält besser. Hä? Jetzt gucken wir mal, wie leicht das rankommt. Ich probiere es erstmal zu. Jawohl, ich glaube, so geht es am besten. Wir haben da nämlich solche Sicherheitsschrauben, dass die Schublade einem nicht entgegenkommt. Theoretisch, wenn wir die rausgeholt haben, dann lassen wir die auch draußen und tun sie nicht wieder rein. Seht ihr das? Mit so einem Messing-Abstandshalter-Schraube, eine links, eine rechts. Und dann kann man die Schublade hochheben und rausheben. Ich denke eher, das zählt als Transportsicherung. Schaut mal, jetzt nehme ich TikTok und die Kamera. Alles beide. Ja, wir machen gleichzeitig auch ein YouTube-Video deswegen. So, das hier kann man jetzt nämlich so wie immer. Aber man hat jetzt auch die Möglichkeit, weil die Schrauben draußen sind. Voilà. Oh, ist nicht schwer. Die Schublade komplett auszuhängen, dass man dran arbeiten kann. Ne? Alles klar. Ja, TikTok habe ich gestoppt und hier läuft es weiter. Ja, ist ein bisschen kompliziert, weil... wir haben ja nur einmal die Chance, Video zu machen, weil wir es einmal tauschen. Wir haben uns nur eins bestellt, um zu gucken, wie das funktioniert, ob das Ganze Sinn macht. Ne? Hier seht ihr, wir haben die 2 Motoren.
Weiß nicht, ob ihr das seht von da. Wo, Entschuldigung. Ja, hier haben wir die zwei Motoren, die müssen wir jetzt abklemmen, rausmachen hier. Wir haben uns extra in den Kofferraum hier barrikadiert, weil ich glaube, es fängt gleich an zu regnen. Schaut mal, das Wetter. Richtig mies. Na gut, dann fangen wir mal an. Als erstes müssen wir natürlich die Spiralen jetzt rausnehmen hier. Wir drehen, bis die Nasen und die Löcher übereinstimmen, dass wir die rausziehen können. Einmal, die hier genau andersrum. Zack, jetzt haben wir die schon mal draußen. Oh, die Schublade habe ich einmal umgedreht und hier hinten seht ihr ganz schön, wo die Schnellkupplungen reingehen. Die drücken wir jetzt hier zusammen, die roten, und dann können wir das von vorne rausziehen, die Kupplung. So, ich probiere jetzt einfach mal, weil ich nur einen Schlitzschraubendreher mitgenommen habe, das zu drücken. Aber ich muss beide irgendwie drücken, das ist ja totaler Schwachsinn. Ah ja, draußen ist er. Okay. Nennt man Kupplung. Schnellkupplung. Ja, aber eigentlich sollte das halt ein bisschen einfacher gehen. Aber okay, es muss ja irgendwie auch heben, ne? So, draußen sind sie. Super. So, dann haben wir natürlich unser Rotary-System, aber erstmal müssen wir hier die Motoren abbauen. So, Kupplungen sind draußen. So sehen sie aus, wenn die draußen sind. Und dann muss man hier nur dagegen drücken und den Motor dann raushängen. Nope, einer, Achtung, und so einfach geht das. Die hängen hier dran, dann machen wir gleich die Kabel ab und dann haben wir die Kabel lose, damit wir sie hier an den Rotary-System anschließen. So, dann nächste, einfach mal dagegen drücken, dann kann man den schön hochheben. Die Kabel gehen nur in eine Richtung rein, deswegen kann man die schön rausziehen, habt ihr gesehen? Kann man gar nicht verkehrt machen. Steht es da nicht drauf, in welche Richtung er dreht. Ah, hier, da ist extra angezeichnet, wahrscheinlich vom Hersteller, in welche Richtung, dass es der Linksdreher ist zum Beispiel oder der Rechtsdreher, dass auf jeden Fall ein anderer Motor ist. So, dann haben wir die Motoren schon mal abgeklemmt. Okay. Und dann müssen wir hier gucken, wie wir das machen mit dem Kabel, weil das müssen wir irgendwie da durchfuchteln, damit wir mit dem Kabel auch durchkommen. Jetzt gucken wir einfach mal. Wir müssen das selber ein bisschen lernen. Wir machen hier einfach mal das Kabel ab, sage ich mal. Ja, es ist eine Fuchtelarbeit hier, oder? So, da sind wir. Das ist der, alles klar. So, den Motor bauen wir einfach wieder dran jetzt, würde ich sagen, ne? Bin so aufgeregt! Nein, kann man den Motor auch hier dran bauen, in die Mitte? Aber das ist ja komisch, weil das Rotary-System, wenn wir es da einbauen, ist es zu weit drüben oder drüben, ne? Ja, wir bauen es einfach rein. So. Da haben wir zwei Anschlüsse, aber keine Sorge, es passt nur einer auf den Motor drauf. Ne? Genauso wie da hinten passt ja nur das Kabel auf dieses Kabel drauf. Da kann man so gut wie nichts verkehrt machen. Jetzt tun wir den Motor genau rückwärts wieder einbauen, so wie es vorher war. Zack. Und rein damit! Drauf auf die Muni! So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier machen. Ne? Hier ist ein Kabel. Der bleibt einfach lose. Das erkennt dann bei der Ausfallerkennung, dass da kein Motor mehr dran ist. Ne, dann wird er nicht mehr angesteuert. Müssen wir mal gucken, vielleicht müssen wir den auch irgendwo reinstecken. Aber das sehen wir ja gleich. Wenn wir jetzt. Jetzt fuchtelt es mal durch. Das Kabel da reinstecken. Ja, ich muss hier gucken, dass da nichts gefangen wird. Eingefangen wird. Mal da. Zack, zack, zack. So. Da ist irgendwas Müll. Weg damit. Also ich bin ja die beste Kamera Assistentin. Assistentin, ja. Also ich gebe mir die beste Mühe. Ich hoffe, es ist so in Ordnung. Ich will, dass ihr alles sieht. Da vielleicht. So. So. Jetzt mal durchfuchteln. Haben wir irgendwas vergessen? Wir wissen halt nicht, für was die Klammern sind. Ne? Immer noch nicht. Also ich habe keine Ahnung, was ich jetzt mit dieser Klammer hier machen soll. Wir können ja mal gucken. So passt sie nicht rein. Da gibt für mich überhaupt keinen Sinn, diese Klammer, die da ist. Aber wir gucken mal ohne die, ob das funktioniert. Wenn es funktioniert, dann lassen wir die einfach weg und dann wird das auch passen. So, das Kabel haben wir da durchgefuchtelt, da rein. Da hauen wir jetzt mal einfach die Kupplung mal rein, mal gucken, was hier passiert. Oh, ich muss hier festheben. Zack, mit Gewalt geht alles. Okay, drin ist er. Hier hinten ist er durch. Da filmen wir auch mal meine Kamerafrau. Nebenbei. Okay, und jetzt natürlich Kabel reinstecken. Einmal das da rein, das passt nur in eine Richtung. Und das, was vom Gerät kommt, das passt dann hier drüben rein. Und schon haben wir da Strom drauf.
Was ich jetzt aber nicht verstehe, warum sie das gemacht haben und nicht direkt diesen Kabel da drauf. Was ist da der Unterschied? Kann mir da jemand helfen? Guck mal, vielleicht, dass das sich nicht dreht. Oh, da haben wir vergessen den... Ah ja, bevor es ihn... Schlebens. Okay, hier nochmal rausziehen. Oh, aber das... So, erstmal hier vorne drauf drücken, weil da ist so eine Nase drunter, die muss da eingeführt werden. Und dann können wir den nochmal reindrücken. So, weil dann hebt er hier auch und hebt nicht mehr ab. Das ist das Gute. Jetzt haben wir hier die Kabel natürlich. Das ist wahrscheinlich für den Kontaktschalter oder für was sind die Kabel da so viele? Weil wenn ich den jetzt reinstecke, sollen wir es probieren? Ja. Ja? Das da hebt, na mal gucken. Komm, wir probieren es einfach mal. Wir stecken das jetzt mal da rein, weil es geht ja nur so rein. Eieiei, der Hauptteil vom Video ist, wie baue ich ein Rotary-System ein. So, und dann denke ich mal, dass das Kabel vom Gerät hier rein müsste. Damit er weiß, okay, Motor muss drehen. Und das andere gibt dann Bescheid, hier Endschalter und so weiter. Nur so kann ich mir das Ganze vorstellen. Das Kabel ist aber sehr lang. Ja, das ist ein bisschen blöd gemacht. Weil ich weiß nicht, wie wir das anders da hier... Naja, gucken wir mal. Aber das hier muss da rein, sonst würde es keinen Sinn ergeben. Ob das da hebt, ey, mache ich mir Sorgen. Nicht, dass es vielleicht da rein müsste hier. Weißt du, ich meine? Ja, weil das rot-rot, oder? Ja, ja, schon, jetzt hier auch. Aber dann ist ein, weil du kannst ja auch doppelt reinmachen für Eier und so weiter. Deswegen, also die kann man auch verbinden, mehrere, dass drei, vier Stück gleichzeitig drehen. Aber das sieht halt hier eine reine Katastrophe, finde ich das, wie das hier aussieht. Der Elektriker spricht. Ja. Deswegen, und ich finde hier nichts, wie ich das festmachen könnte, das nervt mich so richtig. Komm, wir machen das so, dann wird das Kabel auch richtig warm, wenn der Motor läuft. Nee, Spaß. Das sind 12 Volt Motoren, da kann ich eigentlich nicht viel passieren. Wir hängen das jetzt einfach mal rein. Okay, die Schublade hängen wir da jetzt wieder rein und versuchen die zu programmieren und gucken, ob das geklappt hat. Auch ohne diese Bleche. Okay. Ich muss dich korrigieren. Warum? Du musstest das nochmal von vorne machen. Warum? Du hast es mit der Nase vorne nicht erwähnt. Ja, deswegen ist YouTube um einiges besser wie TikTok, sag ich mal. So, jetzt mal gucken, dass wir das da hinten reinkriegen. Das macht, gefällt mir gar nicht, wie das aussieht mit dem. Aber wir haben hier hinten noch eine Menge Platz, auch wenn die Kabel hinterhängen. Ja, da ist nichts. Ganz viel Platz dahinter. Na, so, jetzt versuchen wir das wieder reinzuhängen hier. So, wie es gehört. Das ist... Oh. So, drin ist es, noch drin weiter ist es. Hoch. So. Ja, genau. Und jetzt gucken wir mal. Rein damit, weil da hinten das Tolle ist ja an den Motoren, habt ihr hinter gesehen, dahinter ist ein Schalter und wenn wir das jetzt nach hinten drehen, drücken, dann geht der Schalter da rein, pack, drin ist er, ne, und schon haben alle Motoren jetzt Saft zum Beispiel. Als erstes natürlich drücken wir jetzt unseren roten Knopf, dass wir hier ins Menü kommen, gehen mit der 2 runter auf Mastergerät, auf unser Gerät hier und dann ganz runter oder einmal die 3 auf Technikermenü mit 4 bestätigen, 4, 2, 3, 1, 4 sind drin. Genau, muss ich gerade selber nachdenken. G-Snack-Option, weil es ja kein G-Drink oder so. G-Snack-Optionen. Und dann einmal die Auswahlerkennung, ganz wichtig. So, einmal die 4 drücken. Dann fragt er uns, wollt ihr die Auswahlerkennung? Jawohl, bitte warten. Dann gucken wir mal, was er uns anzeigt. Ob er den Motor erkennt. So, wir müssen auf Schublade 2 gehen. Da seht ihr schon, es ist nur noch ein Motor. Vorhin waren 2 Motoren da. Jetzt haben wir, dadurch, dass wir einen Motor abgeklemmt haben, nur noch ein Motor. So, das hat schon mal geklappt. Dann müssen wir jetzt weitergehen. Lift aktivieren, Lichtschranke verriegeln. Ausgabetyp. Oh, 20. Da sieht man das. Standardspirale ist eine 0. Dann haben wir hier Rotary-System mit Endschalter. Rotary-System mit Schritte. Zum Beispiel, wie viele Produkte haben wir da drin? Sagen wir mal 6. Dann weiß er genau, wie lange er drehen muss, bis da jedes runterfällt. Rotary-System mit Schritte und Endschalter. Und dann geht es los mit Bandsystem. Ne? So haben wir vorhin das Bandsystem besprochen. Würden wir hier programmieren. Wir gehen aber jetzt einfach mal hoch. Rotary-System mit Endschalter. Drücken die 4. Er hat hier jetzt die Nummer 1. Gehen zurück, dann wurde es schon gespeichert, gehen zurück, zurück, zurück und gehen hier mit der 3 hoch auf Test. Probieren das Ganze jetzt mal mit der Spirale und das ist die Spirale 20. Mit der 2 runtergehen und mit 4 legt es los. Mal sehen. Oh, der dreht, der dreht, der dreht, der dreht, der dreht, bis aufgehört.
Ich glaube, sehr es funktioniert. Gut, jetzt haue ich mal die Produkte rein, dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Ja, so langsam wird es kalt. Meine Hände frieren ein. Sieht man schon, die werden blau. Zum was zurückschieben. Ich habe jetzt einfach mal 3 Durstlöscher hingemacht. Mal sehen, was passiert, wenn man die nicht zurückschiebt, zum Beispiel den Schieber. Achtung, rein damit. Da muss man jetzt natürlich aufpassen, wenn man die Schublade rauszieht und man hat die Schrauben rausgemacht, dass man nicht die Schublade komplett rauszieht. Ja, gell, so mein wie Schatz? Bei mir, gell? Genau. So, jetzt probieren wir es. Test, die 20. Lass mal laufen. Oha, das kann ja dauern, du. Alter, ich muss morgen. Jesus Maria, Rotary. Achtung, mal gucken. Jawohl, ja. Sehr gut. Okay, Achtung, wir ziehen es mal wieder raus, ganz kurz, dass ich es zeige. Wenn man jetzt auffüllen will. Es ist ziemlich umständlich. Ne? Bei Spiralen, da steckt man es einfach rein, ist erledigt. Bei dem hier, wie ich gezeigt habe, muss man das hochheben, nach hinten schieben, zack, wieder rein und dann kann man erst auffüllen. Aber wie viele würden da reinpassen? Wir haben keine mitgenommen, fällt mir gerade ein. Ich glaube 6 schick. Hä? Ich glaube 6. Warte mal, 3, 4, 5, 6. Ja, 7. geht nicht mehr rein. Nee. Okay, also wir stellen die mal hier hin und gucken, lassen wir einfach mal alle 3 jetzt laufen. Wir stellen die mal dahin. Ah, hier, so eine bräuchte man noch, dass wir hier das enger machen, das Ganze, nicht, dass daneben fliegt. So, heben das hoch. Aber kommt trotzdem raus. Ja, ziehen das hier her. So, die muss einrasten. Achtung, machen wir ein bisschen weiter weg. Die muss hier auf seine... Ah, ist schon eingerastet. Ne, weil die muss ja genau auf der Nudel dort landen. Genau. Schieben wir es zurück. Achtung. Machen wir kurz zu, dann gucken wir mal, wie lange das wirklich dauert jetzt, wenn es nicht mehr so weit fahren muss. Weil sonst macht es ja keinen Sinn. Achtung, ich drücke 4, bleib da. Ich fange es gleich. Eine Runde. Oh, hat nicht. Ah, doch, hat reagiert. Was war das jetzt? Nochmal. Aha. Bis nächste Produkt kommt. Das ist ja genial. Was ich euch noch zeigen kann, ist, passt mal auf. Das ist auch cool. Nehmen wir das mal weg. Ihr seht ja da unten die Lichtschranke. Normalerweise ist es jetzt mitprogrammiert. Hier haben wir eine Lichtschranke. Wenn das jetzt anfängt zu drehen, nehmen wir mal an. Und das Produkt fliegt früher durch, damit nicht ein zweites Produkt rausfliegt. Achtung, gehen wir weiter weg, dass man sieht. Ich drücke mal und jetzt Lichtschranke, hört er direkt auf. Ne, wenn ein Produkt runtergefallen ist, dann geht es gar nicht weiter, weil ein Produkt schon durchgefallen ist, als Sicherheit. Nicht nur der Einschalter zählt, sondern Priorität Nummer 1 hat Lichtschranke. Schafft alles. Sehr super. Gut. Guck mal, das stört mich. Was denn? Unsere Elfbar. Jesus Maria. So Probleme will ich gerne haben. Oder? Ja. So, alles klar, dann füllen wir die 3 jetzt auf, mehr haben wir nicht da. Ja, unser Fazit, auch wenn man das noch nie gemacht hat, ihr seht, man kann das auf jeden Fall selber einbauen. Es ist machbar. Es ist machbar, ne? Ihr habt gesehen, ihr wart live dabei, wir haben nichts geschnitten. Was sagen muss, es ist genauso wie die Bänder im Endeffekt. Die Bänder arbeiten, glaube ich, ein bisschen schneller. Ja. Aber dafür ist bei den Bändern das Problem natürlich, dass sie auch ein bisschen teurer sind. Wie das Rotary-System. Ja. So war es jetzt bei mir in meinem Fall, bei meinen Herstellern. Ne? Also ob Bänder, ob Rotary, geht beides. Dadurch muss man nicht mehr so oft auffüllen, weil die Produkte noch drin sind. Die kann man, also Rotary würde ich benutzen, zumal wenn ich jetzt Eier verkaufe oder Nudeln oder sowas. Aber es muss trotzdem ein schweres Produkt sein, damit das hier der Schalter auch, erkennt, wenn es runterfällt. Ne? Genau. Okay, Rotary eingebaut, programmiert. Super, läuft. Weiter geht's. Dass wir zuschauen, wie sie zuschließt. Okay, also wir hoffen, wir konnten euch helfen mit dem Video. Einmal das Thema Spiralen, es gibt verschiedene Spiralen. Einmal das Thema Bänder, wie werden die programmiert? Genauso wie Rotary, habt ihr ja gerade gesehen. Anstatt eine 0 kommt dann eine 1. Vorher die Auswahlerkennung. Wir haben drüber geredet, über unsere Pullis, T-Shirts ja, und so weiter. Ja, mega, schaut mal, richtig cool. Jawohl, also damit gehen wir wahrscheinlich online. Wir besprechen das jetzt gleich, bevor das Video online kommt. Und ja, was haben wir noch gezeigt? Ah, wir haben über unseren neuen Standort geredet, was wahrscheinlich jetzt in naher Zukunft auch wieder realisiert wird. Mhm. Ich habe euch gezeigt, wie man Produkte einpflegt in das Programm, wie man das auf die Spirale einpflegt, wie man den Preis macht, die Mehrwertsteuer. Im Endeffekt ging es um ganz viel. Wahrscheinlich muss man das Video sogar zweimal sehen, dass man alles versteht. Haben wir ziemlich viel reingepackt in einem Video in kurzer Zeit. Aber ja, also nicht vergessen, abonnieren, kommentiert, wenn ihr Fragen habt. Lasst genau. Ein Like da, das hilft uns natürlich auch. Und habt Geduld, wir haben jemanden, den wir eingestellt haben. Ach, das haben wir gar nicht erwähnt. Für die E-Mails, ja. Denn wir kommen nicht mehr dazu, es ja, ist zu viel. Wir haben eine Bürokraft oder Büromann, wie auch immer, eingestellt. Ja.
damit er die ganzen E-Mail-Anfragen in Instagram-E-Mail und so weiter beantwortet, weil wir einfach gerade nicht mehr hinterherkommen mit den ganzen E-Mails. Und er wird wahrscheinlich so jede Woche 6-7 Stunden einfach E-Mails beantworten. Das wird die Aufgabe sein. Ja. Also, bis dahin, wie gewohnt, eure Snackfahrten. Ciao, ciao, macht's gut.